Hallo zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die Futterausstattung für eure geschlüpften Küken oder Eintagsküken. Ganz wichtig ist, dass ihr das Kükenstarterfutter parat habt, rechtzeitig. Mir ist nämlich letztes Jahr so gegangen, dass ich eins bestellt habe und es hatte 8 Wochen Lieferzeit. Somit musste ich mit Kükenstarterfutter aus der Zoohandlung schnell agieren und habe dann eben entsprechend ganz blitzschnell noch eins vorab gekauft. Im nächsten Schritt zeige ich euch, was ihr an Tränken am besten verwendet für die kleinen Küken. Da hat ja jeder bestimmt so Weggläser zu Hause und mir ist jetzt spontan eingefallen, dass ich da den Wegglasdeckel verwende als Schüsselchen fürs Wasser. Der hat einen Durchmesser von 10 cm und dann habe ich einfach mir einen Stein besorgt, den habe ich reingelegt und dann einfach mit so einem Schüsselchen mit Körbe ein bisschen Wasser eingefüllt für meine Küken. Natürlich nicht randvoll, so können sie nicht reintapsen ins Wasser und ertrinken nicht. Und so können sie an der Rinne schön trinken. Was es dann als Ersatz noch gab, ist so ein Tonschüsselchen, das ich dann noch im Baumarkt besorgt habe. Das hat auch einen Durchmesser von 10 cm und da kann man ebenso den Stein reinsetzen, da ist der Rand sogar noch ein bisschen höher und da kann man ebenso ganz prima das Wasser einfüllen. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Küken ihr habt, aber bei meinen 3 Zwergen reicht es vollkommen aus. Also ganz am ersten Tag, als ich vom Geflügelmarkt nach Hause gekommen bin, hat mir der Züchter noch ein bisschen Kükenstarterfutter mitgegeben. Das habe ich dann den ersten Tag am Sonntag dann noch gefüttert und bin dann am Montag gleich gefahren und habe mir dann dieses Kükenstarterkorn fein gemahlen mit allen Zusätzen, die die Küken am Anfang brauchen, dass sie kein Bauchweh nicht bekommen, und das enthält alle wichtigen Bestandteile für so kleine Küken. Und das habe ich dann eben den ersten und zweiten Tag pur gegeben. Und dann habe ich bemerkt, dass meine Küken ein bisschen Durchfall bekommen haben. Und dann habe ich im Internet ein bisschen recherchiert und habe dann mein Kükenstarterfutter verfeinert mit ein bisschen Oregano, ein paar Eierschalen gemahlene und wirklich so klein, dass es die Küken auch prima aufnehmen können. Und dann bin ich noch gefahren und habe zarte Haferflocken gekauft, weil ich gemerkt habe, dass die Küken schon gern was aufpicken wollen. Da war ihnen das Kükenstarterfutter etwas zu staubig. Gleich am ersten Tag war natürlich dann auch die Frage, in welches Schüsselchen gebe ich es denn? Und da ich ja echt nur 3 Küken habe, habe ich dann das Kükenstarterfutter einfach hier in so einen Wegglasdeckel gegeben und dann sind sie gleich drauf gestürzt. Das hat ein bisschen gedauert natürlich am Anfang, aber die haben ganz schnell bemerkt, dass das lecker schmeckt und dass ihnen das gut tut. Dann bin ich, nachdem die Küken dann in diesem kleinen Schüsselchen eine Riesensauerei gemacht haben und alles in ihrem Hasenkäfig verstreut haben, bin ich dann noch losgefahren und habe ein Tonschüsselchen gekauft. Das hat einen Innendurchmesser von 13,5 cm, weil ich dachte, innen glasiert, hat ein bisschen einen höheren Rand wie dieser Wegdeckel. Und da habe ich dann entsprechend meine Mischung gemacht. Die habe ich so Pi mal Auge gemacht. Natürlich der Großteil an Kükenstarterfutter, ein klein bisschen Oregano, die gemahlenen Eierschalen und diese Haferflocken. Und das sah dann eben so aus. Und das fanden sie dann einfach toller, weil da eben diese Haferflocken drin waren. Das war bloß ein kleiner Anteil, aber da konnten sie dann einfach schön größere Stückchen aufpicken. Und den Oregano, den
gibt man eigentlich die Küken, dass sie das Bauchweh weggeht, beziehungsweise auch die Kacke ein bisschen schöner aussieht und nicht so flüssig ist. Und nachdem meine Küken auch da schön reingesessen sind und mit ihren Füßlein gescharrt haben, dass alles rausgepfeffert hat und alles im Käfig verstreut war, bin ich wieder auf mein altes, selbstgebautes Eimerchen zurückgekommen, das ich letztes Jahr schon in Einsatz hatte. Ich dachte nur, weil sie gar so klein waren, benutze ich da eben kleinere Schüsselchen. Da war der Hunger auch noch nicht so groß, aber jetzt so nach 4-5 Tagen hat sich das also sehr bezahlt gemacht. Es handelt sich um einen Joghurt-Eimer. Da war 1 Kilo Joghurt drin. Den kann man ganz einfach aufklappen. Hier könnt ihr sehen, da habe ich 4 so Löchlein reingemacht, einfach zweimal reingebohrt und dann noch ein bisschen dran die scharfe Kanten abgefeilt. Hier drin seht ihr es, wenn man dann nachher das Futter einfüllt, rieselt es ganz schön in die Rinne. Und für den als Unterteller habe ich so einen 19 cm breiten Untersetzer, Pflanzuntersetzer aus Plastik verwendet, sodass die Küken da schön rauspicken können, das Kükenfutter. Also ich finde das einfach eine ganz saubere Sache. Da geht einfach nicht so viel Futter stiften. Und damit jetzt das leichte Gestell, das habe ich einfach mit Heißkleber, habe ich den Teller an die Unterseite von meinem Eimer geklebt. Das hält bombenfest und auch so, wenn die Küken agiler sind und draufhupfen, kann man den Deckel fest verschließen und dann passiert da nichts. Aber ich habe dazugelernt, hierfür habe ich auch einen größeren, schwereren Stein, den ich einfach in den Eimer reinsetze. Das sieht dann so aus. Natürlich setze ich ihn mittig, damit von allen Seiten das Futter rausrieselt. Und dann gebe ich einfach auf den Stein drauf mein Kükenfutter, die Mischung. Und dann rieselt es wunderbar von allen Seiten raus. So. Dann mache ich den Deckel drauf. So seht ihr, der Stein ist jetzt mittig. An der Seite kommt jetzt das Futter schön raus, Deckel drauf und dass von allen Seiten gleichmäßig das Futter sich verteilt, mache ich es immer so. Ich rüttel das hin und her und jetzt ist das Schüsselchen voll und ich kann es den Küken geben. Das ist eine richtig saubere Sache, da kommen sie von allen Seiten gut ran und keiner verhungert. Nach etwa einer Woche kann man dann schon damit anfangen, die Küken auf verschiedene Geschmäcker zu bringen. Ich habe mal mit ganz fein geschnittener Karotte und Salat angefangen. Das Futter muss man vor allem Kunstbrutküken, die ohne Mama aufwachsen, mit dem Finger anzeigen, wo es was Feines zum Futtern gibt. In Naturbrut regelt das alles die Glucke. Das mit dem Finger hat bei mir nicht funktioniert. Dann habe ich 2 Zahnstocher genommen und in das Schälchen reingepickt. Das hat aber auch nicht funktioniert. Am nächsten Tag gab es Karotte, Zucchini, Klee und etwas Löwenzahn ganz fein zerkleinert. Auch die ersten zerbröselten Mehlwürmer können jetzt schon gefüttert werden. Und schon hier war das Gemüse schon viel ansprechender. Bei meinen hat es diesmal am besten funktioniert, als ich beobachtet habe, wie ein Küken in die Schale reingetappt ist und es einige Teilchen durch sein Scharren rausgeschleudert hat. Erst als sich das Essen bewegt hat, fanden die Küken es spannend. Also habe ich auch ein paar Gemüseteilchen aus dem Schälchen geschlossen. So wurden die ersten Bröckchen gefressen und im Laufe der nächsten Stunden war das Schälchen leer gefuttert.
Da der Durst von meinen Zwergen natürlich jetzt auch immer größer wird, habe ich jetzt auch eine größere Wasserglocke organisiert, damit das Wasser nie ausgeht. Das wechsle ich täglich zweimal. Bei schönem sonnigen Wetter kann man die Küken ohne Glocke, anfangs noch mit Wärmelampe, auch schon nach einer Woche in einen sicheren, geschützten Freilauf nach draußen in den Garten tun. Dort können sie schon selbst die ersten saftigen, feinen Gräser, wie zum Beispiel Klee oder Löwenzahn, in freier Natur probieren. Hier im Bild werden meine Küken von den großen Hühnern begrüßt. Das ist sehr wichtig und der Anfang für die spätere unkomplizierte Vergesellschaftung der Tiere. Die Kleinen sollten vor Katzen und Raubvögel und Regen von allen Seiten geschützt untergebracht sein. Deshalb seht ihr im Hintergrund noch meine Kükenvoliere. Es ist für die Küken im Freien einfach viel toller und man kann viel mehr entdecken und erleben, um am Abend dann todmüde unter der Wärmelampe oder unter der Glucke einzuschlafen. Jetzt schauen wir mal, ob meine Kleinen mir helfen beim Aufräumen oder ob sie die Sauerei noch viel größer machen. Guck mal. Ups. Batzi. Naja, wie erwartet. Die Sauerei wird größer. Das mit dem Aufräumen hat wohl nicht so viel geklappt. Aber echt süß. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich freue mich auf weitere spannende Erlebnisse mit meinen Küken. Tschüss! Ich hätte auch allein haben können.